Kommt alle her, wir können sofort beginnen und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge Monster Hunter World. So, in der letzten Folge haben wir das komische Riesenwasservieh dort erledigt und ich muss sagen, es ging eigentlich. Also da habe ich den Barot schlimmer empfunden. Aber ich habe halt noch keine Waffen, mit denen ich jetzt irgendwie Giftschaden oder sowas anrichte. Also ich muss da ein bisschen mehr auf die Elemente jetzt mal schauen, dass wir da ein bisschen was machen können. Genau, das würde ich sagen. Schauen wir mal, jetzt, vielleicht können wir in der Folge schon was machen. Wir werden sehen. So, ich mache mal das Bildmachgerät wieder an. Servus, Leute. Also, Kommandant, kommt alle her. Wir können sofort beginnen. Dank euch wissen wir jetzt mehr über die Spuren, die überall auf dem Kontinent aufgetaucht sind. Unsere Forscher haben Prognosen erstellt, die uns aufzeigen, wohin der Sora Magdaros als nächstes geht. Er hat Kurs auf die große Schlucht genommen. Die große Schlucht? Das große Tal hinter dem Wildturm? Korrekt. Daher habe ich einen Vorschlag für euch. Wir sollten versuchen, den Sora dort einzufangen. Sind Sie verrückt geworden? Einfangen? Lasst mich ausreden. Das Terrain der Schlucht eignet sich perfekt dafür. Eine bessere Chance werden wir nicht bekommen. Hey, hört sich gut an. Wenn wir diese Chance nicht nutzen, müssen wir vielleicht 10 Jahre auf eine neue warten. Womöglich länger. Ist es überhaupt möglich? Und wenn nicht, würde dich das aufhalten? Probieren wir es aus. Mit der Unterstützung der Fünften haben wir die besten Chancen. Dann ist es beschlossene Sache. Die Fünfte sind übrigens wir. Bevor wir Jäger zum Fang losschicken, müssen wir zuerst Astera sichern. Ein Anjana zeigt Aktivitäten in der Nähe. Mit so einem Monster spielt man nicht. Wir brauchen einen Plan. Du hast recht. Jäger, hier ist eure nächste Aufgabe. Kümmert euch um diesen Anjanat. Okay. Aber seid vorsichtig. Der Anjanat ist ein furchterregendes Monster. Ein Fehler und ihr seid Futter. Kommandant, darf ich? Ich glaube, ich habe eine gute Idee. Jäger, ich könnte deine Hilfe brauchen. Besuche mich später, okay? Noch etwas. Dieser beunruhigende Bericht, den wir erhalten haben, meinst du könntest? Ja. Sehr gut. Machen wir uns an die Arbeit. Wir müssen einen Drachenältesten fangen. Wegtreten! Wir sollten uns vielleicht anhören, was der Chefbotaniker zu sagen hat, bevor wir loslegen. Okay, wir sollen also zum Botaniker. Gehen wir doch mal zum Botaniker. Der Chefbotaniker. Aha. Tja, da hast du das. Da hast du es. Der Anja Nat hat es in sich. Du solltest dich also gut vorbereiten. Und jetzt zum Geschäftlichen. Ich habe dich gerufen, weil wir hier in der botanischen Forschung ein kleines Problem haben und auf deine Hilfe angewiesen sind. Wir entwickeln hier in der botanischen Forschung Spezialwerkzeuge, die wir gerne zur Standardausrüstung für alle Jäger machen würden. Aber dieser Tobi Kadashi im Wald hat all unsere Versuche zunichte gemacht, die nötigen Materialien zu sammeln. Kannst du dich darum kümmern? Hier, nimm das. Es ist das erste Werkzeug, das wir fertigstellen konnten. Ich hoffe, es wird dir helfen. Wir haben noch mehr davon. Arbeite nicht zu hart, okay? Aber nur, wenn du dich um unser kleines Problem kümmerst. Danke und viel Glück. Chili-Mantel oder Gili-Mantel. Ein neues Spezialwerkzeug ist verfügbar. Spezialwerkzeuge sind Kleidung und Ausrüstung, die dir praktischen Fertigkeiten, verschaffen. So sorgt beispielsweise der Gili-Mantel kurzzeitig dafür, dass Monster dich nicht sehen können. Ah, okay. Tarnung. Spezialwerkzeuge müssen ausgerüstet und dann als Objekte benutzt werden, damit ihre Effekte aktiviert werden. Sie können zwar beliebig oft benutzt werden, benötigen aber nach jeder Benutzung eine Ruhezeit, also eine Art Cooldown.
Die Effekte deiner ausgerüsteten Spezialwerkzeuge kannst du im Menü unter Ausrüstungsinfo nachlesen. Alles klar. Unsere nächste Aufgabe ist die Jagd eines Tobi Kadachi. Wir sollten einen im uralten Wald finden. Tobi Kadachi? Was ist denn das die ganze Zeit? Kriege ich irgendwelche Gildenanfragen? Was für ein Ding? Jin, kenne ich nicht. Ansehen. Kenne ich leider nicht. Also nehme ich sie auch nicht an. Okay, jetzt wollte ich mal eigentlich da oben gucken. Ich habe doch mal so einen Braten da herrichten lassen, ob der schon fertig ist. Vielleicht haben wir schon Glück und wir können den braten. Also dann schauen wir mal. Kantine. Objekte nehmen. Okay, da ist er schon. Okay. Oh, schieben wir gleich nochmal einen rein. Alles klar. Können wir eigentlich irgendwo Objekte verwalten? Objektbeutel, Objekttruhe. Rohes Fleisch. Verstauen. Ah, alles klar. Honig. Was ist das hier? Schießpulver? Dass wir hier mal ein bisschen Platz wieder kriegen. Okay. Objekte verwalten und wollte ich mal schauen. Set 1. Ah, okay. Herstellungsliste. Was kann ich mir denn hier? Ah. Könnte ich mir gleich Tränke herstellen? Trank, Kraut. Nährstoffe, Mega-Nährstoffe. Herstellungsliste, herstellbar.
Okay. Kann man hier was verkaufen? Da gibt es aber auch nicht viel. Ich weiß nicht, brauche ich die Munition hier noch oder brauche ich sie nicht? Eigentlich brauchst du nicht. Ausrüstung ändern. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Platz. Und ich werde mir mal was reinziehen. Eine Mahlzeit essen. Chefkochgericht. Das schaut doch gut aus. Yep, machen wir das mal. So, okay, nehmen wir die Quest an. Ah ja. Okay, fliegende Funken, Tobi Kadashi. Gehen wir mal hierher. Schaut schon cool aus. Okay. Dann auf geht's zur nächsten Quest. So, was haben wir hier noch drin? Um ein Spezialwerkzeug zu verwenden, musst du es via Objektbalken ausrüsten. Die funktionieren wie normale Objekte, allerdings kannst du sie nur für eine begrenzte Zeit nutzen. Wenn dein Werkzeug die Arbeit einstellt, sorge dich nicht. Es wird nach einer Weile wieder einsatzbereit sein. Okay, da ist der Gili-Mantel. So, ihr jagt den Tobi Kadashi. Dann schauen wir doch mal, ob wir den finden. Schauen wir mal, ob wir den gleich finden, den Kameraden. Wahrscheinlich werden wir ein bisschen suchen müssen. Gehen wir nicht runter.
Ah, okay, hier haben wir Fußspuren. Wisst ihr, wie der aussieht ungefähr? Ob ich den vielleicht schon mal gesehen habe? Okay. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Okay, der könnte sein, oder? Nee, das sind andere Viecher. Das sind andere Viecher, aber hier sind Knochenhaufen. Ach, jetzt müssen die mich hier angreifen, oder? Wenn ich den Knochenhaufen will. Sagt mir aber hier hoch.
Tobi Kadashi. Okay, haben wir ihn schon. Wow. Mei. Ich muss den scheiß Schwanz mal abschlagen.
Den lassen wir lieber mal. Aber es war jetzt eine gute Runde, glaube ich. Das hat jetzt richtig schön Schaden gemacht. Vor allem, weil der Jagras dann noch geholfen hat. Ich weiß nicht, ob der Schaden von dem Jagras damit reinzählt. Weil, wie gesagt, wir haben halt keine Energieanzeige. Oh, hier ist ein Kraut. Aber es sieht nicht schlecht aus, glaube ich. Ich glaube, dass ich ihn bald haben könnte. Komm.
Zeit sieht gut aus. Ich glaube, es waren auch 50 Minuten oder so. Und sorry, dass ich nicht so viel rede jetzt hier, aber ich bin da immer so extrem konzentriert. Habe ich eh schon, glaube ich, ein paar Mal gesagt in anderen Let's Plays. Aber wenn so Bosskämpfe sind, da bin ich immer extrem konzentriert dann. Okay, da in dem Baum ist eine Vitalitätswespe. Okay, und der humpelt schon. Wir wetzen nochmal. Nein! Ah, da sind wir mir. Na komm, mach keinen Scheiß jetzt. Okay, ich glaube, er ist verbuggt. Oder noch nicht? Okay, ich glaube, dass der jetzt verbuggt war. Also so ist mir zumindest vorgekommen. Heftig.
Yeah. So, Leute, ich würde sagen, okay, schauen wir uns noch schnell die Sequenz an. Ich denke mir, dass jetzt noch irgendwas kommen wird, weil wir haben ja auch die Aufgabe erfüllt. Mal schauen, was er erzählt. Ich wubbel mich hier weg, Leute. Du bist einfach hammermäßig. Oh, werter Jäger, ich könnte dich küssen. Dank dir werden alle Jäger in den Genuss kommen, unsere Spezialwerkzeuge nutzen zu können. Da fällt mir ein, ich habe den Samen eines uralten Baums gepflanzt, mehr aus Neugier, aber dieses Mal ist der Samen aufgegangen. Sie sind etwas Besonderes, denn sie greifen auf das umliegende Leben zurück, um zu wachsen und vielleicht ein wenig Dünger. Ich spare dir Details. Worauf ich hinaus will? Gibt es Objekte, die du besonders oft benutzt? Vielleicht kann ich die Eigenschaften des Baums nutzen und ein wenig Dünger, um mehr von dem wachsen zu lassen, was du brauchst. Jäger der Fünften, kommt zu mir. Ich habe eine dringende Quest für euch. Ressourcenzentrale. Logische Forschung, den können wir mal anquatschen. Wird ständig größer hier. Du kannst deine Pflanzen, Pilze und Insekten in der botanischen Forschungszentrale abgeben, um sie dort reproduzieren zu lassen. Besuche das Zentrum und wähle ein Objekt, das du reproduzieren lassen willst. Wie lange das dauert, hängt vom jeweiligen Objekt ab. Das Objekt wird aber automatisch so lange produziert, bis du die Ergebnisse abholst. Mit jeder abgeschlossenen Quest verringert sich die benötigte Zeit um eine Einheit. Objekte werden nicht reproduziert, wenn deine Erntetruhe voll ist. Schalte die Körbe am Teich an, um den Erntestatus zu prüfen. Dünger. Du kannst Forschungspunkte einsetzen, um die Menge an produzierten Objekten zu erhöhen. Einrichtungsstufe und Erntetruhe Erweiterung. Mit steigender Einrichtungsstufe kannst du immer mehr Arten von Objekten zugleich anbauen. Erweiterst du deine Erntetruhe, kannst du Objekte produzieren lassen, bevor du sie abholen musst. Für das Freischalten von Dünger, die Erhöhung der Einrichtungsstufe und die Erweiterung der Erntetruhe gelten jeweils eigene Voraussetzungen. Okay. Anbauen. Ah, Kraut. Nicht registriert. Okay. Düngen. Okay, machen wir das mal. Anbauen. Ah, okay. So, jetzt wollte ich, wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss noch irgendwo Ressourcen abgeben.
Versammlungsstätte. Questtafel, Objektruhe, Schmiede. Was hat denn der hier? Neue Ware auf Lager. Ah, okay. Fallengerät. Boomerang. Okay, ich glaube, da kaufen wir jetzt aber noch nichts, weil bis jetzt brauchen wir noch nichts. So, was ist jetzt zu sagen? Gut, dich zu sehen. Momentan erforschen wir von der Vermessungseinfanggruppe, auch bekannt als die Draufgänger, das Verhalten der Kuluyaku. Die haben wir ja schon gekillt. Wir hoffen, ein lebendiges Exemplar zu fangen. Die Speerkäfer, okay, müssen wir das fangen. So können wir das Monster verfolgen. Genau. Viel Glück. Die Quest schnappt den Schnapper. Okay. Los, beeilen wir uns. Meine Güte, er hat endlich ausgetrieben. Das bedeutet, dass unsere Forschung zum uralten Baum jetzt vorangeht. Ich konnte nicht warten und habe sofort eine Quest vorbereitet. Meldest du dich für eine einstachige Situation an? Wir versuchen herauszufinden, wie wir die Arten von Früchten und Beeren, die der Baum produziert, steigern können. Komm schnell zurück. Aber dafür brauchen wir jede Menge Pflanzenproben. Und du wirkst, als brauchst du etwas botanische Entspannung. Okay. Okay, haben wir jetzt noch hier irgendwas auf der Karte? Nee. Okay, Leute, ich würde sagen, Ressourcenzentrale, Ressource, Walter, mehr. Okay, da waren wir aber schon. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wieder mit dabei seid. Genau, und wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, euer Andi.